Doch, da hinten ist sie. Na ja, du frag doch mal. Oh. Guten Abend. Entschuldigen Sie. Guten Abend. Ja, das ist ja ein wahres Wunder, dass man hier mal auf einen Menschen trifft. Ja, abends ist es in dieser Gegend wie ausgestorben. Weit und breit nicht ein Lokal. Ja. Wissen Sie hier Bescheid? Nun, wenn Sie da hinten über die Brücke gehen, dann sind Sie gleich in der Altstadt. Da ist ein Lokal am anderen. Ach, danke schön. Ja, diese Richtung dort. Ja, genau. Gut. Wissen Sie, wir sind ja nur auf der Durchreise. Ist denn das hier das Schloss? Ja, das ist unser Schloss. Astreines Barock. Da könnte man doch ruhig anstrahlen. Das machen andere Städte doch auch. Ja. Kommen Sie am besten nächstes Jahr wieder. Dann lohnt sich der Aufwand. Momentan sieht es nämlich noch ziemlich vergammelt aus, unser Prachtstück. Ach, und jetzt wird es renoviert. Richtig. Der Innenhof ist schon ganz eingerüstet. Ja. Er wird bereits heftig gearbeitet. Und soll das alles im alten Stil wiederhergestellt werden? Teilweise. Also die Seitentrakte werden genau nach den noch vorhandenen Plänen wiederhergestellt. Aber die Front erhält einen völlig neuen, modern gestalteten Mittelrisaliten. Und zwar aus getöntem Glas. Donnerwetter, Sie sind aber im Bilde. Das ist wohl der Professor hier. Nein. Ich meine, es ist sozusagen mein Job, nicht wahr? Nee, sagen Sie bloß. Sie sind Architekt? Nun, die Pläne stammen natürlich von einem, wie ich neidlos zugebe, größeren Kollegen. Aber mein Büro ist mit der Ausführung betraut. Ich habe die Bauleitung übernommen. Und somit bin ich nicht ganz unschuldig an die, ich meine, doch noch wesentlichen Veränderungen des ursprünglichen Modells. Ja, das ist ja wirklich ein Jammer, dass wir Sie nicht am Tage angetroffen haben. Dann hätten Sie ja eine Sonderführung für uns veranstaltet. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wird hier Altes und Neues kombiniert. Das ist völlig richtig. Ein Großteil der alten Bausubstanz bleibt erhalten und wenn Sie nächstes Jahr wiederkommen, werden Sie bestimmt bestätigen, dass die verschiedenen Baustile hier eine Symbiose eingegangen sind, die völlig überzeugt ist. Toll. Also dann, bis in einem Jahr. Ja, war nett, das begreife ich mich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, danke schön. Ihnen auch. Das ist aber wirklich Du Paula, wo bist du denn? Sonst? Oder macht deine Mutter etwa immer noch Überstunden? Nein, die ist schon eine ganze Weile da. Ja, und warum schläfst du nicht um diese Zeit? Du wolltest dir doch noch unseren Drachen angucken. Ich habe die Schwänze anmontiert. Alexander, bitte, es ist fast 11, ja? Papi, mit wem soll ich denn darüber reden? Mama und Opa verstehen doch rein gar nichts vom Drachen. Morgen, mein Junge, ich hatte einen schweren Tag. Also gut, aber morgen musst du früh nach Hause kommen, ja? Dass wir noch auf die Wiese rausfahren können und den Drachen steigen lassen. Versprochen. Und jetzt ab ins Bett. Und schlaf gut. Komm, mein Du Mann. Auch, Papi. Gute Nacht. Gute Nacht. Gero, du, ich hab dich gar nicht kommen hören. Guten Abend. Guten Abend, Gero. Es gibt Pasteten. Guten Abend, Vater. Guten Abend. Ich hab keinen Hunger. Hast du schon was gegessen? Ich sage doch, ich hab keinen Hunger. Also, gute Nacht dann. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, Vater. Aber du wolltest doch die Platte noch zu Ende hören. Vater! Dein Vater legt eben keinen Wert auf meine Gegenwart, Helma. Bitte, fang nicht schon wieder so an. Ich würde euch nur bitten, einmal darüber nachzudenken, ob es für den Jungen nicht gut wäre, wenn die Familie in diesem Haus auch gelegentlich zusammen zu Abend essen würde. Vater. Also, sage doch gleich, was dir wieder auf der Zunge liegt. Ich verdiene eben zu wenig. Und deswegen musste meine Frau nicht nur ihre vielversprechende Karriere als Leichtathletin aufgeben, um wieder eine Arbeit annehmen zu können. Nein, sie muss sogar Überstunden machen. Das wolltest mein du doch sagen. Gott, das kommt doch selten genug vor, Vater. Ich habe auch nicht von dir gesprochen, Helma. Und dass ich in meinem Beruf den Bleistift auch nicht um 5 fallen lassen kann, das scheint weder meine Frau noch mein Schwiegervater zu begreifen. Gero, es ist jetzt 11 Uhr. Ja, das weiß ich. Ziemlich feucht.
in eurem Büro, okay? Deine berühmte feine Nase, Vater. Na und? Dass man nach einem anstrengenden Arbeitstag noch einen Schluck trinkt, ist dagegen was einzuwenden? Na, ganz und gar nicht. Und? Wie kommst du voran mit deiner Turnhalle? Vater! Und ich sage es dir nochmal und zum 100. Mal. Ich habe die Bauleitung am Schloss aus eigener freier Entscheidung abgelehnt. Abgelehnt, jawohl. Aber du willst es ja so hinstellen, als wenn mir der Chef das nicht zugetraut hätte. Und deine Tochter denkt genauso. Also das ist einfach nicht wahr, Gero. Das weißt du ganz genau. Wie dem auch sei. Jemand muss sich ja auch um den Turnhallenbau kümmern. Jawohl, jawohl. Lieber für Toilettenhäuschen verantwortlich sein, als für diese Schlossmisere. Seine Kulturschande. Die ganze Branche lacht sich tot über dieses Monstrum von einem Mittelrisaliten, der aussieht wie der Schacht für einen Lastenaufzug. Nein, danke. Daran soll sich ruhig der Kollege Pauli die Finger schmutzig machen. Wie ich höre, hält Furke aber doch große Stücke auf Pauli. Ein Mann mit eigenen Ideen. Also wenn du wieder darauf anspielen willst, dass ich meinen Job nur der Tatsache zu verdanken habe, dass du mit dem Vater meines Chefs ungezählte Schachpartien gespielt hast und wenn Furker behauptet, dass er Pauli bei der Vergabe der Bauleitung mir vorgezogen hat, dann ist das einfach eine Lüge. Jawohl, eine Lüge. Papi. Alexander. Ich hab dir doch gesagt, es ist nach 11, verdammt nochmal. Ich habe noch Durst und außerdem stimmt es, was Papi sagt, als er uns neulich mal rumgeführt hat im Schloss. Da hat er ja gesagt, dass er das alles ganz anders machen würde. Dass er überhaupt keine Lust hätte, das schöne alte Schloss so zu verschandeln. Aber natürlich, Alexander, das wissen wir doch. Aber nun komm schon, du musst wirklich ins Bett. Lass mich los, Opa. Papi soll mich bringen. Mach ich ja, mein Junge. Komm, auf geht's. Gute Nacht. Gute Nacht. Du solltest auch zu Bett gehen, Elmar. Du siehst sehr müde aus. Vater, warum musst du jedes Mal damit anfangen? Ich sollte mehr Rücksicht auf deine Gefühle nehmen. Es tut mir leid. Meine Gefühle, darum geht es doch überhaupt das nicht. Das ist das Einzige, worum es mir geht, Elmar. Das Einzige. Morgen. Guten Morgen, Herr Furker. Pauli noch nicht da? Nein, vielleicht ist er auf der Baustelle. Was, er soll sofort zu mir kommen, wenn er auftaucht. Herr Furker, ich habe heute einen Termin wegen der Installation. Ja. Wir hatten doch noch nicht entschieden. Ach, Mann, Lambert, lassen Sie mich jetzt mit der Turnhalle in Frieden. Das werden Sie doch wohl noch in eigener Regie zustande kriegen. Bitte schön. Ja. Herr Furker. Also bloß keine Panik, Sängerin, was brennt denn? Gottes Willen, der Pauli. Der Pauli hat eben angerufen. Sie haben den Pauli gefunden. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Und die Polizei. Was ist los? Pauli ist offenbar vom Gerüst gestürzt. Die Bauarbeiter haben ihn gefunden. Tot? Frau Secker, ist er tot? Ich sag doch der Krankenwagen, aber schwer verletzt, sagt der Polier. Also das hat uns gerade noch gefehlt. Dann hatte ich also doch recht. Er ist erst noch auf die Baustelle gefahren heute früh. Ja, aber wieso denn? Es war abgemacht, dass er heute Morgen hierher kommt. Dass wir dann mittags zusammen rausfahren. Der Polier sagt, sein Auto steht in der Prinzenstraße. Gleich am Schloss. Das Auto von Pauli, mitten im Halteverbot. Ja, vielleicht wollte er nur auf einen Blick. Auf einen Blick und steigt aufs Gerüst. Blödsinn. Das muss gestern Abend schon passiert sein. Pauli fährt doch fast jeden Abend noch zur Baustelle, das wissen wir doch. Der kann sich ja nicht trennen von seinem Schloss. Und abends nach 8, da darf man doch auch parken in der Prinzenstraße, oder? Dann hätte er die ganze Nacht schwer verletzt. Schrecklich, sich das vorzustellen. Vielleicht hat er noch um Hilfe gerufen. Aber da am Schloss, da kommt ja abends spät kaum einer vorbei. In welches Krankenhaus hat man ihn gebracht? Na, ich nehme doch an, ins Städtische. Gut, ich fahre sofort hin. In einer Stunde bin ich zurück, falls jemand nach mir fragt. Ja, wer macht dann jetzt die Bauleitung, Herr Vorkommen? Ja, das werde ich schon noch entscheiden. Ein verdammtes Pech. Ausgerechnet jetzt, wo wir sowieso in Druck sind. Ausgerechnet jetzt? Ich bin seit 30 Jahren in diesem Büro. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendein Vorhaben mal nicht unter Zeitdruck stand. Ach nee. Und ich dachte, unter meinem alten Herrn wäre alles viel besser gelaufen als bei mir. So jedenfalls höre ich es doch immer von Ihnen, Sägerin. Also so direkt habe ich das bestimmt noch nie gesagt. Ja, so direkt nicht. Also, bis später. Grüßen Sie Pauli von mir, ja? Ganz herzlich. Auch von mir bitte. So ein Unglück. Wir müssen seine Frau benachrichtigen. Bloß wie? Die ist doch zur Kur. Pauli hat mir noch gesagt, wo, aber wo war das bloß? Können Sie sich nicht erinnern? Herr Lambert. Wie? Ich? Paulis Frau, die macht eine Kur, ja. Aber wo? Keine Ahnung. Mit mir hat er nicht darüber gesprochen. Ich weiß nur, dass Paulis Töchterchen zusammen mit der Kleinen vom Chef in einem Kinderheim ist. So. Ach Gott, oh Gott, was ist das nur alles? Wenn ich mir vorstelle, was da jetzt auf der Baustelle los ist und die Polizei... Wollen die jetzt noch anfangen, in den Kasematten rumzustöbern? In den Kasematten? Wieso das denn? Hm? Ach, nichts. Ich
bin auch schon völlig durcheinander. Meinen Sie die Kasematten im Schloss? Nichts, ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Ich muss jetzt rüber ins Zeichensaal, den anderen Bescheid sagen. Er kommt nicht durch, Papa. Lauf, Alexander, du musst laufen. Ich weiß nicht, warum klappt das nicht? Du lass mal nicht gleich den Kopf hängen. Du hast doch gesagt, dass er richtig ist, unser Drachen, so statisch oder so. Natürlich ist er richtig. Goldrichtig. Ja, meinst du denn, das wäre der erste Drachen, den ich in meinem Leben gebastelt habe? Pass mal auf. Jetzt versuche ich es. Papa. Ja? Du, weißt du, auch wenn er nicht hochgeht, ich finde es trotzdem echt stark, dass wir beide hierher gefahren sind. Wir beide allein. Das finde ich auch. Echt stark. So, also, auf, die große Drachenshow beginnt. Ja. Er kommt! Ja. Super, spitze! Ja! Mama, was machst du denn hier? Und der Herr Volker? Dann ruf Papa zurück, schnell, mach schon. Wieso denn? Wo wir gerade so schon dabei sind. Ach, Gero, komm bitte, schnell! Na, junger Mann, tollen Drachen hast du da. Haben wir zusammen gebaut, mein Vater und ich. Ja, was ist denn los, Helmar? Volker will ich unbedingt sprechen. Was? Ich bin mit ihm hierher gefahren. Es war so schwer zu erklären, wo ihr seid. Vielleicht gibt er dir jetzt die Bauleitung, Gero. Meinst du? Hm? Ach, guten Abend, Herr Volker. Doch hoffentlich keine schlimmen Nachrichten über Pauli. Nein, nichts Neues. Mein Arzt allerdings, mit dem ich über den Fall gesprochen habe, der meint, bei so einer Kopfverletzung, ja, der wird wohl nicht mehr, was er mal war, der Pauli. Du lieber Gott. Aber ich komme aus einem anderen Grund. Die Polizei war bei mir. Die Polizei? So? Junior, komm, zeig doch mal, was dein Drachen kann. Ich habe keine Lust allein. Nun geh spielen, Alexander, hörst du? Papa, darf ich nicht warten, bis du wieder mitmachen kannst? Die Polizei, die will doch nichts von dir, oder? Jetzt geh endlich. Lass ihn doch. Alexander, es ist alles in Ordnung, mein Junge. Weißt du, die Polizei war sicher wegen des Unfalls bei Herrn Vorgang. Ja, wie man es nimmt. Jedenfalls ist da eine merkwürdige Geschichte passiert. Die Meldung über den Unfall ist am Radio gebracht worden, in den regionalen Nachrichten. Ja? Und daraufhin haben sich Zeugen gemeldet. Zeugen? Ein paar Touristen. Also Fremde jedenfalls. Aha. Die haben die Nachricht im Radio gehört und sind zur Polizei gegangen. Touristen. Sagt Ihnen das was, Lambert? Mir? Nein, wieso auch? Also, Sie waren gestern Abend nicht am Schloss? Ja, was sollte ich denn da? Nun, diese Leute sind gestern Abend genau um 9 Uhr am Schloss vorbeigekommen. Sie haben gerade die Turmuhr schlagen hören. Da sind Sie mit einem Mann ins Gespräch gekommen, der behauptet hat, er habe die Bauleitung am Schlossprojekt. Also Pauli, das war doch dann Pauli. Ja, das dachte ich natürlich auch. Und die Polizei ist auch erstmal davon ausgegangen. Aber dann wollten Sie sich wohl doch vergewissern. Jedenfalls haben Sie mir die Beschreibung des Mannes vorgelegt, die Touristen gegeben haben. Ach, was können die schon groß beschrieben haben? Am Schloss ist es doch stockdunkel. Ich meine, wir haben ja schließlich selbst vom Büro aus eine Eingabe gemacht, dass da eine bessere Straßenbeleuchtung nötig wäre. Immerhin haben Sie so viel gesehen, dass Sie sagen konnten, der Mann sei mittelgroß gewesen, schlank und habe volles Haar gehabt. Na. Und Pauli ist nun mal ziemlich klein und hat eine Halbglatze. Außerdem trug der Mann eine Brille, wie Sie, Lambert. Sie doch auch, Herr Vogel. Misch dich bitte nicht ein, Alexander. Und noch etwas haben die Touristen gesehen. Zwei hintereinander parkende Autos in der Prinzenstraße. Direkt vor dem Seitentor. Eines davon eine kleine Ente, wie Pauli sie fährt. Von dem anderen konnten Sie nur sagen, dass es ein großer, heller Wagen war. Ach, und jetzt meinen Sie, weil ich einen großen, hellen Wagen fahre? Ein Mercedes. Das ist ein uraltes Auto. Mein Vater hat ihn uns überlassen, als er das Autofahren aufgegeben hat. Außer meinem wird es ja vermutlich noch ein paar große, helle Wagen in dieser Stadt geben, Sie kennen doch sicher die rote Irma. Die Zeitungsverkäuferin, die mir abends durch die Kneipen geht. Er hat sich ebenfalls bei der Polizei gemeldet. Ist auch gerade, als die Turmuhr geschlagen hat, am Schloss vorbeigekommen. Was für ein Zufall. Auf ihrem Fahrrad. Hat sie eine Gruppe von Leuten stehen sehen, sagt sie. Also wahrscheinlich die Touristen und diesen Unbekannten, der behauptet hat, unser Bauleiter zu sein. Und die ist überzeugt, dass das große, helle Auto ein Mercedes war. So, Lambert, und jetzt rücken Sie damit raus, wenn Sie doch da waren. Die Polizei hat mich nämlich gefragt, welche Wagen meine Angestellten fahren. Und wenn ich die Sache richtig sehe, werden die heute Abend noch zu Ihnen kommen und Bodenproben von Ihren Autoreifen abnehmen. Der Bausand, der vor dem Schloss in der Prinzenstraße herumliegt, ist ja unverkennbar. Mein Mann war gestern Abend in einem Lokal, Herr Volker. Er hatte getrunken, als er nach Hause kam. Das kann ich bestätigen. In dem Lokal kann er ja auch später noch gewesen sein. Lambert, warum wollen Sie es denn nicht sagen? Ist mir doch völlig schnuppe, ob Sie sich die Bauleitung an den Hut gesteckt haben. Ich will nur wissen, was Sache ist.
Denn dass ich mittelgroß bin und eine Brille trage, das hat die Polizei ja auch zur Kenntnis genommen. Aber ich, verdammt nochmal, ich war nicht da. Heißt das alles, die Polizei vermutet, dass es kein Unfall war? Dass jemand Pauli runtergeschubst hat. Jetzt halt bitte endlich den Mund, Alexander. Bitte fahr den Jungen nicht so an. Ach, dann sorge du doch dafür, dass er sich nicht dauernd einmischt. Auf dich hört er ja. Frau Lambert, nun mal ganz ruhig. Ach, ruhig. Meinst du, ich merke nicht, was hier gespielt wird? Jemand will meinem Mann etwas anhängen. Aber das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Mein Mann war nicht am Schloss. Das haben Sie doch gehört. Die Polizei wird nicht locker lassen, Frau Lambert. Die schließen nämlich nicht aus, dass es möglicherweise kein Unfall war. Dann soll die Polizei doch in dem Lokal nachfragen. Da wird man sich an Gero erinnern. Mein Gott, so lassen Sie uns doch endlich in Ruhe. Lambert, wenn die Polizei Ihre Autoreifen untersuchen würde... Ja. Ja. Also gut. Ich war am Schloss. Gero. Ja. Du warst da? Ich bin zufällig da spazieren gegangen und habe mich auf das Gespräch mit den Touristen eingelassen. Na also. Ja, aber mehr weiß ich doch auch nicht, Herrgott, nochmal. Der Schrei. Den müssen Sie doch gehört haben. Welchen Schrei? Die rote Irma, die hat ihn gehört. Als sie vielleicht 100 Meter vom Schloss entfernt war. Ganz deutlich, ein Schreien. Sie hat noch überlegt, kehrst du um? Aber dann dachte sie, das ist wahrscheinlich eine Schlägerei. Misch dich nicht ein. Finde ich aber feige. Feige ist das. Komm, das war schon richtig. Eine Frau allein. Haben denn die Touristen etwas gesagt über einen Schrei? Offenbar nicht. Die haben sich unterhalten, während sie weitergingen. Aber Sie, Lambert, Sie müssen es einfach gehört haben. Aber ich bin gleich nach dem Gespräch mit den Touristen weggefahren. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Lambert, irgendetwas stimmt da nicht. Sie parken Ihren Wagen direkt hinter Paulis Ente. Die kennen Sie doch. Die müssen Sie erkannt haben, zumal Sie ja wissen, dass Pauli abends oft noch zur Baustelle gefahren ist. Und Sie wollen mir weismachen, Sie werden weggefahren, ohne sich bei Pauli bemerkbar gemacht zu haben. Furka. Das nehme ich Ihnen einfach nicht ab. Da geht man noch rein und ruft wenigstens mal. Es war schließlich schon ziemlich spät. Aber nicht zu spät für ein paar Bier in der Kneipe. Ehrlich gesagt, Lambert, das Ganze sieht mir so aus, als hätten Sie den Hilfeschrei gehört und ab durch die Mitte. So was würde mein Vater nie tun. Lambert, was ist gestern Abend am Schloss passiert? Sie müssen den Schrei einfach gehört haben. Also gut. Ich war im Schloss. Bei Pauli. Gero. Nachdem Sie den Schrei gehört haben? Nein. Ich bin ins Gebäude und habe gesehen, dass Pauli da im Innenhof mit seiner Taschenlampe auf dem Gerüst stand und... Und? Gero, ich bitte dich, überleg, was du sagst. Ja, was soll ich denn sagen? Ich sag, wie es war. Ich habe gerufen, hallo oder guten Abend oder sowas. Naja, und dann ergab ein Wort das andere. Es ist Ihnen ja sicher nicht entgangen, dass ich mit Pauli nicht im besten Einvernehmen bin. Und schließlich lasse ich mir auch nicht alles bieten. Also, ich bin rauf, aufs Gerüst, wollte ihn zur Rede stellen. Und da holt er aus. Ich sehe seine Rechte kommen, aber nein, mein Freund, denke ich, meine Linke ist auch nicht von schlechten Eltern. Mensch, Papa, echt stark. Alexander. Also, Sie haben sich auf dem Gerüst geprügelt. Ja, und dann, als Pauli gestürzt ist. Das habe ich eben nicht mitgekriegt. Anscheinend hat er mich doch noch erwischt. Ich habe keine Ahnung, wie ich vom Gerüst runtergekommen bin. Erst in der Kneipe nachher, da hatte ich wieder einen klaren Kopf. Aber wie konnte ich denn annehmen? Ich dachte doch, der Pauli, der liegt längst zu Hause im Bett. Hol deinen Drachen, Alexander. Ich denke, wir fahren jetzt nach Hause. Guten Morgen, Herr Lambert. Ja, morgen. Hatte ich gestern mit Ihnen gesprochen? Nein, das war mein Kollege. Mein Name ist Vera, ah, ja. Wie der Fluss. Jedenfalls vielen Dank, dass Sie unserer Bitte gefolgt sind und der Polizei behilflich sein wollen. Ja, ich sollte vielleicht noch mal klarstellen, warum ich gestern Abend telefonisch meine Aussage gemacht habe, wegen der Auseinandersetzung mit Pauli. Schon gut, dafür haben wir schon Verständnis. So in der ersten Verwirrung, da sind Sie eben auf Tauchstation gegangen. Hauptsache, Sie haben sich überhaupt noch gemeldet. Und wie Ihnen mein Kollege ja gestern schon gleich am Telefon sagte, möchten wir heute Morgen mit Ihnen an Ort und Stelle die Vorgänge rekonstruieren. Natürlich. Aber wissen Sie, wie es Pauli heute geht? Unverändert, soviel ich weiß. So, und jetzt zeigen Sie mir mal, wo und wie sich Ihr Zusammentreffen mit Pauli abgespielt hat. Ja, gut, dann am besten ich gehe mal vor. Also hier durch das Seitentor, da bin ich reingekommen. Meine Taschenlampe hatten Sie dabei.
Nein. Na, da hatten Sie aber Glück, dass Sie sich nicht im Fuß verstaucht haben. Was da alles rumliegt... Ich war natürlich vorsichtig. Ja, und da sah ich dann das Taschenlampenlicht von Pauli da oben auf dem Gerüst. Wo genau stand Pauli denn? Hier auf der linken Seite? Nein. Nein, nein, da auf dem rechten Gerüst. Und dann? Ja, dann habe ich gerufen, hallo, oder irgend sowas. Inspektor, Inspektor Werra? Ja, was ist? Kommen Sie bitte mal. Anscheinend eine Nachricht für mich. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick, Herr Lambert. Aber natürlich. Herr Lambert, Herr Lambert. Frau Segger, was machen Sie denn hier? Ich musste sprechen. Ihr Schwiegervater sagte, dass Sie wahrscheinlich hier sind. Ich kann jetzt nicht. Och, nur einen Augenblick, Herr Lambert. Herr Lambert, kommen Sie bitte. Bis später, Seggerin. Ich kann jetzt wirklich... Ist das etwa Polizei? Polizei? Ja, Herr Inspektor? Herr Lambert, es hat sich da eine neue Situation ergeben. Es tut mir leid, aber ich muss Sie bitten, mich aufs Kommissariat zu begleiten. Tot? Ja, heute Morgen. Die Operation hatte er noch überstanden, aber dann, tja. Oh mein Gott. Ich komme also noch mal auf Ihre telefonische Aussage zurück. Sie hatten, wie Sie sagten, eine Auseinandersetzung mit Pauli? Also, Herr Kommissar, ich... Ja, genau. Und zwar, er hat mich angegriffen. Es war ein ganz unglückseliges Zusammentreffen. Ich kann wirklich nichts dafür. Es ist einfach schrecklich. Herr Lambert, Pauli ist tot. Das heißt, wenn jemand ihn absichtlich vom Gerüst gestürzt hat, dann haben wir es jetzt mit einem Mord zu tun. Ja, aber ich doch nicht. Ich doch nicht. Und warum haben Sie dann dem Kollegen Werra gegenüber behauptet, die Auseinandersetzung hätte sich auf dem Gerüst rechts vom Eingang aus gesehen abgespielt? Wie? Was? Ich verstehe nicht. Pauli ist vom linken Gerüst gestürzt. Es liegt also die Vermutung nahe, dass Sie wissentlich eine Falschaussage gemacht haben. Herr Kommissar... Um den Eindruck zu erwecken, dass Pauli erst nach der Auseinandersetzung mit Ihnen das andere Gerüst betreten hat. Aber haben. Nein, Herr Kommissar, ich... Und wenn Sie uns auf eine falsche Fährte lenken wollten, dann liegt die Schlussfolgerung nahe, dass es sich eben nicht um einen Unfall gehandelt hat, sondern... Nein. ...dass Sie Ihren Kollegen Pauli in voller Absicht... Um Gottes Willen, nein, es war doch alles ganz anders. Ich höre. Also, Herr Kommissar, ich habe meine telefonische Aussage gestern Abend nur gemacht, weil mein Chef, Theo Furker, er stand neben mir. Er hat verlangt, dass ich die Polizei anrufe. Das wissen wir doch. Sie hatten ihm ja von Ihrem Zusammenstoß mit Pauli erzählt. Allerdings erst auf sein Drängen hin. Nur, dass Sie ihm wohl nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Ich habe überhaupt nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe nichts, überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun. Ich habe keinen Schritt ins Schloss getan. Ich habe Pauli weder gesehen noch gesprochen. Sie wollen behaupten, Sie hätten Herrn Furker gegenüber von einer Prügelei berichtet, die gar nicht stattgefunden hat? Mein Gott, er hat mich in die Enge getrieben. Es war doch klar, dass ich den Schrei gehört haben musste. So wie alles aufeinander passte. Die Aussagen der Zeugen, die Zeit, die Turmuhr, wie Furker mir das alles um die Ohren schlug. Ich musste ja da gewesen sein. Ich musste den Schrei ja gehört haben. Und wie er dann sagte, Lambert, Sie haben den Schrei gehört. Und ab durch die Mitte. Herr Kommissar, mein Sohn war dabei, meine Frau. Ich konnte doch gar nicht zugeben, dass es wirklich so war. Genau so. Das konnte ich doch nicht zugeben. Der Schrei und ich. Und dann allein mich hineintasten in das riesige, dunkle Gemäuer. Ich will Ihnen mal was sagen. Schon als Kind hatte ich diese Panik vor der Dunkelheit. Ja, und dann, wenn ich ihn gefunden hätte, einen Toten vielleicht, ich, ein Toter und ich allein. Und wenn du dich verletzt, dir das Bein brichst und niemand hört dich. Es war ja alles eine Sache von einer Sekunde. Und dann habe ich schon im Auto gesessen. Das konnte ich doch nicht zugeben vor meinem Sohn und vor meiner Frau. Ich konnte das nicht, verstehen Sie das denn? Ja, warum waren Sie denn überhaupt am Schloss in dieser schlecht beleuchteten Straße bei Ihrer Angst vor Dunkelheit? Mein Gott, es war doch nicht das erste Mal. Wissen Sie, ich bin oft da. Kennen Sie das nicht? Wenn man sich etwas so sehr gewünscht hat, wenigstens sehen, wenigstens ab und zu einmal sehen. Sie können gehen, Herr Lambert. Was? Sie glauben mir also? Wir haben inzwischen festgestellt, dass weder auf dem linken noch auf dem rechten Gerüst Fußspuren sind, die mit den Ihren übereinstimmen. Das heißt, Sie wissen also, Sie wussten schon vor diesem Gespräch mit mir, auf das Sie mich drei Stunden haben warten lassen. Sie wussten schon vorher, dass ich es nicht gewesen sein kann. Pauli hat eine Stirnwunde, die sich nicht durch den Sturz zugezogen haben kann. Die Wunde wurde durch einen Mörtelbrocken verursacht, der sich wahrscheinlich aus dem schadhaften Deckengewölbe, wie man ihn gelöst hat. Aha. Ihn zwar nicht wesentlich verletzte, aber durch den Schock, den er verursachte, zu dem Sturz führte. Also doch nur ein Unfall. Und er schrie um Hilfe. Und Sie haben es gehört. Sie wissen, dass es ein Unfall war und verhöre mich hier wie einen Mordverdächtigen.
Fassen wir es so auf, Herr Lambert, dass ich einen Mann wie Sie einfach einmal kennenlernen wollte. Herr Lambert, endlich! Frau Segger, Sie schon wieder. Ich habe die ganze Zeit auf Sie gewartet, über 3 Stunden. Ja, warum denn hier? Warum denn nicht im Büro? Ich habe angerufen, dass mir nicht gut ist, dass ich später komme. Ich hatte ja schon solche Angst, dass die Sie festgenommen haben. Sie haben sich um mich gesorgt? Na, hören Sie mal, Seggerin. Es ist ja nicht nur das, es ist... Herr Lambert. Was denn jetzt? Hat die Polizei Sie wegen der Kasematten ausgefragt? Nein, nach diesen verdammten Kasematten hat mich niemand gefragt. Und Sie haben auch nichts erwähnt? Ja, was zum Teufel hätte ich denn erwähnen sollen? Dass es mir so rausgerutscht ist gestern. Ich habe mir schon solche Vorwürfe gemacht. Ich dachte, wenn nur Lambert nichts sagt. Können Sie mich jetzt nicht endlich mal in Ruhe lassen? Bitte. Also, meinetwegen, dann gehen wir gleich hier in die Pendel. Ja. Ich muss unbedingt was trinken. 3 Stunden haben die mich festgehalten. 3 Stunden. So. Ein Bier. Und Sie? Ein Kaffee, bitte. Ein Bier und einen Kaffee. Und jetzt erklären Sie mir mal, warum Sie sich wegen dieser Kasematten so aufregen. Sie versprechen mir auch, dass Sie es für sich behalten? Haben Sie da vielleicht eine Leiche vergraben, Säckerin? Herr Lambert, Sie wissen doch, dass ich schon unter dem alten Herrn Furka in unserem Büro gearbeitet habe. Wer wüsste das nicht? Sie lassen mir keine Gelegenheit auszuerwähnen, was der nun leider schon lange verblichene Furka Senior für ein feiner Herr war, im Gegensatz zu seinem nicht ganz so feinen Sohn. Das war er wirklich. Das ist es ja eben, ein Herr. Das war wohl der Traum Ihrer schlaflosen Nächte, wie? Wissen Sie, gesagt hatte mir ja nichts, aber... Wenn man so lange zusammenarbeitet, da bekommt man doch eine Menge mit. Also hat der alte Furka seine Leiche in den Schlosskasematten? Mein Gott, Säckerin, was für abgestammte Geschichten wollen Sie mir denn auftischen? Ja, Dankeschön. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich habe einen Vormittag hinter mir, den ich meinen Lebtag nicht vergessen werde. Aber Sie müssen doch verstehen, warum Sie niemandem sagen dürfen, dass ich überhaupt von den Kasematten gesprochen habe. Wissen Sie, ich will doch nicht schuld sein, wenn der Name des alten Herrn jetzt noch mit Dreck bespritzt wird. Herr Lambert. Ja. Herr Lambert, ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben, dass im Schloss gleich nach dem Krieg die Dienststelle der Militärpolizei war. Also nicht unsere, natürlich die der Besatzung. Ich habe mal sowas leugnen hören. Ja. Und die Akten von den Verhören, verstehen Sie, die waren später dann plötzlich nicht mehr auffindbar. Ach. Und, na, wie ich schon sagte, man hört so dies und das, also, kurzum, ich glaube, jemand hat die Akten in den Kasematten eingemauert. Was, eingemauert? Jemand, dessen Akte dabei war. So. Sehen wir mal, 2 deutsche, ehemalige Offiziere, die gerade aus der Gefangenschaft entlassen worden waren, nach Hause, hierher. Und sie hatten doch nichts. Keine Angehörigen, die Bevölkerung war evakuiert und viele Häuser von den Besatzungssoldaten bewohnt. Und... Ja, und was? Was? Das war bestimmt nicht richtig, was sie getan haben. Plündern. Plündern? Mit Hilfe von ein paar Besatzungssoldaten, mit denen sie wahrscheinlich halbe gemacht haben. Ach so. Geplündert in den Häusern der Evakuierten. Aber, ja, heute weiß ja niemand mehr, wie das war. Man muss das doch verstehen. Sie hatten ja nichts. Sie mussten doch von etwas leben. Sagen Sie mal, Frau Segger, weiß der Chef, was da über seinen Vater ans Tageslicht kommen könnte, wenn man die zugemauerte Stelle in den Kasematten fände? Ich habe mal gehört, wie er Krach mit Pauli hatte. Ich glaube, Pauli wollte einen Umbau in den Kasematten vorschlagen. Jedenfalls hat der Chef ihn angebrüllt. Und da bleibt alles, wie es ist. Und da bleibt alles, wie es ist. So, Frau Segger, ich weiß nicht, was Ihnen da jetzt durch den Kopf geht, aber die Polizei hat mir gesagt, es war ein Unfall. Und ein Fremdverschulden ist vom Tisch. Ach, der Chef? Meinen Sie, ich würde glauben, lieber Himmel, der Theo Furka und einen Mord begehen, um die Familienehre zu retten? Na, der doch nicht. Der kommt nach seiner Mutter. Hat sie aber ganz schön erwischt damals, Segerin. Also, kommen Sie, wir müssen ins Büro. Ach, Sie kommen gleich mit? Na, wieso denn nicht? Ich dachte nur, Sie wollten vielleicht erstmal nach Hause. Was, nach Hause? Mein Gott, Ihnen muss ich doch nicht sagen, wie es auf meinem Schreibtisch aussieht.
Noch Soße, Gero? Ich gehe doch mal rauf zu Alexander. Lass ihn doch. Es ist das erste Mal, dass er nicht zum Abendessen runterkommt. Zwei in seiner Klasse haben Mumps. Vielleicht brütet er was aus. Hast du Fieber gemessen? Ich mache es nachher. Alexander hat weder Mumps noch eine andere Krankheit. Und was wird mir hier verschwiegen? Dein Sohn, Gero... Bitte, Vater. Ich sehe nicht ein, warum man nicht darüber sprechen soll, obwohl es mir leid tut, sehr leid. Wenn ich gewusst hätte, dass Alexander gerade im Flur war, als ich telefonierte, wäre ich vorsichtiger gewesen. Mit wem hast du telefoniert? Mit dem Kommissariat. Ja, du wirst morgen zur Polizei bestellt und dann lässt du den ganzen Tag nichts von dir hören. Helma hat alle halbe Stunde hier angerufen. Ja, warum hier? Warum nicht im Büro? Was hätte ich sagen sollen, wenn du nicht da gewesen wärst? Hätte ich sagen sollen, ich weiß nichts von meinem Mann? Ich bin seine Frau, aber er meldet sich nicht bei mir? Also bitte, was hat Alexander mitgehört? Meine Reaktion auf das, was mir vom Kommissariat mitgeteilt wurde. Was willst du eigentlich? Ich sitze hier. Hat man mich vielleicht festgenommen? Nein. Wegen unterlassener Hilfeleistung wird man nicht gleich verhaftet. Ach, das also. Lass nur, Gero. Er wird es vergessen. Kinder vergessen schnell. Kinder und Elefanten nie. Es ist unzulässig, einfach unzulässig, dass die Polizei jedem X-Beliebigen am Telefon solche Auskünfte gibt. Tut sie auch nicht. Aber Hauptkommissar Vollmer ist ein alter Bekannter von mir. Du und deine alten Bekannten. Ich habe diese Verbindung lediglich ausgenutzt, um meine Tochter beruhigen zu können. Beruhigen? Um wieder einmal Gelegenheit zu haben, mich vor meiner Frau zu blamieren. Das war dir doch ein Festessen. Also bitte, hör doch auf. Es ist jetzt alles vorbei. Was die Polizei anbelangt, ja. Wie Gero vorhin sagte, ist man da ja jetzt wohl von der Unfalltheorie überzeugt. Trotzdem wüsste ich ganz gerne, warum du überhaupt gestern Abend am Schloss warst. Er hat es dir doch gesagt, er war spazieren. Können wir jetzt nicht endlich von was anderem reden? Dein Vater wird nicht aufhören, bis er dich soweit hat. Und viel fehlt ja nicht mehr. Die Montage einer Ehe. Peu à peu. Und falls du zu allem, was du mir vorzuwerfen hast, Helma, auch noch glauben solltest, ich wäre zu dickhäutig, um das zu bemerken, dann irrst du. Bitte, bitte. Schweigende Tischrunde bringt uns auch nicht weiter. Also, Themawechsel. Warum war ich gestern am Schloss? Müssen wir uns denn dauernd den Kreis drehen? Du warst spazieren! Spazieren, spazieren! Und wenn es doch anders gewesen wäre? Auf jeden Fall bist du nicht aufs Gerüst geklettert, um dich mit irgendjemandem zu prügeln. Als Alexander mir gestern davon berichtete, stolz, wie ein Spanier, da habe ich nicht eine Sekunde an diese Version geglaubt. Ich behaupte ja auch gar nicht, dass ich auf dem Gerüst war. Aber wenn ich nun zum Schloss gegangen wäre, um Pauli von einem Vorhaben abzubringen, das uns alle in eine peinliche Situation hätte bringen können. Was kommt denn jetzt schon wieder? Zum Beispiel, um Pauli davon abzuhalten, dass er sich mit den Kasematten beschäftigt. Womit? Den Kellergewölben im Schloss. Was meinst du, Vater? Ich? Nun, wir wissen doch alle, dass Furker Senior ein alter Bekannter von dir war. Aber was soll denn das jetzt, Gero? Ich will es dir erklären, liebe Helma. Furker Senior war einer von zwei ehemaligen deutschen Offizieren, die sich nach dem Kriege vor einem Militärgericht der Besatzungsmacht zu verantworten hatten, und zwar wegen Plünderung. Plünderung in den Häusern ihrer evakuierten Landsleute, um sich an deren Eigentum zu bereichern. Und die Akten über diese Vorgänge waren dann eines Tages spurlos verschwunden. Aber die Gerüchte hielten sich, dass irgendjemand sie in den Kasematten eingemauert hat. Es wäre also außerordentlich peinlich, wenn jetzt im Zusammenhang mit der Schlossrestaurierung diese Vorgänge ans Tageslicht kämen. Sehr peinlich nicht nur für Furker Junior, sondern mehr noch für den anderen Beteiligten, der, wie ich überzeugt bin, noch am Leben ist. Wenn du damit andeuten willst, dass ich dieser andere bin, dann lass dir gesagt sein, ich habe Furker Senior erst nach dem Kriege, lange nach dem Krieg kennengelernt. Ich verbiete dir solche unerhörten Unterstellungen. Gut, gut, wenn du es sagst, dann ist ja alles in Ordnung. Hast du mir ernst geglaubt, Vater könnte sich an Plünderungen beteiligt haben, Gero?
Das kannst du doch nicht mal für einen Augenblick angenommen haben. Ich hatte ja auch nur vor, Paulis Absichten in Bezug auf die Kasematten zu eruieren, um es vielleicht so einrichten zu können, dass ich dabei bin, wenn etwas gefunden wird. Wobei es mir vor allem darum ging, wirklich darum ging, einen möglichen Skandal, um deinen Vater von dir, Helma, und dem Jungen abzuwenden. Es ist doch einfach lächerlich. Seit wann weißt du davon? Schon ziemlich lange. Also abgesehen davon, dass ich gar nichts mit dieser Angelegenheit zu tun habe, abgesehen davon, dass ich bezweifeln möchte, ob diese abenteuerliche Geschichte mit eingemauerten Akten überhaupt stimmt. Ich gebe zu, so viel Familiensinn hätte ich nicht bei dir erwartet. Wer ist denn das jetzt noch? Ich gehe mal schnell. Siehst du, Vater? Da siehst du es jetzt. Wenn du doch nur manchmal versucht hättest, ihn mit meinen Augen zu sehen. Ja, aber nur eine Sekunde. Bitte schön. Ach, ich störe gerade beim Essen, aber das tut mir aber leid. Wir sind schon fertig. Guten Abend, Herr Focke. Guten Abend, Herr Blass. Sie sehen aber blendend aus. Blendend. Wenn ich denke, dass Sie derselbe Jahrgang sind wie mein alter Herr. Guten Abend, Frau Langwald. Wollen Sie sich nicht setzen? Bitte schön. Ja... Nein, ich möchte mich eigentlich lieber nicht setzen, weder Stuhl noch Getränke. Ein Glas Wein vielleicht oder lieber auch nicht. Hier. Ich wollte Ihnen nur schnell die Pläne hier vorbeibringen, Herr Lambert. Legen Sie sich ein. Es gibt eine kleine Nachtschicht. Nachtschicht? Tut mir leid, aber nach dem Wochenende muss das wieder flott gehen am Schloss. Am Schloss? Ja, gern, natürlich. Ihre Turnhalle übernimmt dann die kleine Winkelmann, das schafft die schon. Pläne. Ich bin spätestens um 9 auch am Schloss und dann gehen wir alles nochmal zusammen durch. So. Ja, und damit verabschiede ich mich. Wollen Sie kochen Sie den Herrn Wein oder ein Bier? Nein, kochen Sie den Herrn gemahlen Topf Kaffee, Frau Lambert. Ich werde ihn jetzt keine Minute mehr von der Arbeit abhalten. Aber schade. Wollen Sie nicht wenigstens meiner Tochter und mir noch ein wenig Gesellschaft leihen? Oh ja, bitte bleiben Sie doch noch ein bisschen. Ein andermal. Jetzt muss ich wirklich los. Ach, ich habe nur noch ein Anliegen, Frau Lambert. Ja? Ihr Vater hat mir mal irgendwann... Wann haben wir bloß zum letzten Mal einen gezwitschert, Herr Blas? Was? Naja, jedenfalls, da hat er erzählt, dass Sie so eine begeisterte Radfahrerin sind, immer per Drahtesel zur Arbeit bei Wind und Wetter. Wenn man den ganzen Tag sitzt, ist das ein guter Ausgleich. Ich brauche das einfach. Helma war immer sehr sportlich. Also kurzum, am Wochenende dachte ich, werden Sie vielleicht mal Radpause machen. Mein Töchterchen, die will nämlich morgen ins Grüne mit ein paar Freundinnen. Ja, und ausgerechnet, jetzt ist ihr Rad nicht in Ordnung. Da habe ich ihr gesagt, ich frage einfach mal die Frau Lambert. Vielleicht borgt sie dir ihres. Aber Kern, natürlich. Das einzige Problem ist morgen das Einkaufen. Das schaffen wir schon. Ich gehe mit dir und helfe beim Tragen. Ja, also dann vielen Dank. Ich begleite Sie raus, Herr Volker. Das Rad steht gleich in der Einfahrt. Ja, sehr schön. Bitte. Also, guten Abend. Also, ja, kommen Sie gut heim und vielen Dank für Ihren Besuch. Bis morgen, Herr Volker. Und? Was sagst du jetzt? Ich freue mich, Gero. Das Schloss. Ich. Ich freue mich so. Hast du sein Gesicht gesehen? Dein Vater? Jetzt wird alles gut, Gero. Ich werde es euch zeigen. Ihm und dir. Mir? Ich weiß doch, was du von mir denkst. Ich spür's doch. Das hat er doch geschafft. Du weißt gar nichts, Gero. Helma. Ich habe nie aufgehört, dich. Wolltest du sagen, dass du mich immer noch liebst? Ja. Ja, das wollte ich sagen. Komm, jetzt wein doch nicht. Und jetzt koche ich dir den Topfkaffee. So, er ist weg. Hoffentlich kommt die Kleine zurecht mit dem Fahrrad. Wie alt ist sie denn? Oh, die ist 10 oder so. Die ist, Moment mal. Jetzt fällt mir etwas ein. Also, das verstehe ich nicht. Was ist denn? Die Säcker hat doch gesagt, die Kleine vom Chef ist zusammen mit der Tochter von Pauli in einem Kinderheim. Aber wieso hat er dann das Wort? Irgendetwas stimmt da nicht. Ach, du hast dich verirrt. Nein, ich weiß genau, was die Säcker gesagt hat.
Ja, und wieso hat er mir die Pläne nach Hause gebracht? Warum hat er denn nicht angerufen, dass ich sie abholen soll? Er wollte doch das Fahrrad. Ach, das hätte ich ja mitbringen können. Ob er vielleicht vermeiden wollte, dass wir erst zum Nachdenken kommen? Der Bausand von der Prinzenstraße vor dem Schloss ist doch unverkennbar. Was? Hat er gestern noch gesagt. Spuren an den Reifen. Die Polizei würde sie finden. Was starrst du mich so an? Ich frage mich, ob die Polizei ihn vielleicht vorgeschickt hat, das Fahrrad zu holen. Wenn Furka denen etwas gesagt hat von den Kasematten, wenn es gar nicht stimmt, dass sie an einen Unfall glauben, wenn sie nur verhindern wollten, dass ich dich vorwarne. Wenn. Ja, ja. Ich spiel nicht den großen Detektiv. Ich sage nochmal, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das sind uralte Geschichten, längst vergessene. Niemand kann mich verdächtigen. Wie denn, wie bitte sollte ich überhaupt Fahrrad fahren? Ich mit meiner Knieverletzung. Aber davon weiß die Polizei doch nichts. Aber Furka muss es wissen. Schließlich war sein Vater ja zusammen mit mir im Lazarett. Vater? Also doch. Du hast Furka Senior nicht erst nach dem Kriege kennengelernt. Aber ich war's nicht. Ich habe diesen Pauli nicht... Ich war nicht am Schloss. Furka hat mir ja versichert, begraben bleibt, was begraben ist. Und was war denn das auch schon? Was haben denn andere gemacht? Da sind doch ganz andere Sachen passiert damals. Ganz andere. Du ein Plünderer. Ein gemeiner Plünderer. Du, der integre Herr Blass. Herr Blass ohne Fehl und Tadel, Stadtrat, Kirche und Komitee hier und Komitee da. Du, an dem sich ein Gero Lambert doch nicht messen durfte. Du hast es gewagt, Gero zu verachten. Kaputter gemacht hast du uns mit deiner Selbstgerechtigkeit. Kein Tag, an dem du es nicht hast spüren lassen, was du von Gero hältst. Wie kannst du so mit mir sprechen? Wenn du nicht so verblendet wärst oder einfach nur zu stolz, dann würdest du zugeben, dass meine Kritik an deinem Mann berechtigt ist, immer berechtigt war. Und wenn es so wäre? Und wenn? Gero ist mein Mann, mein Mann. Aber du hast dich auf das Podest gestellt, hast dich als Maßstab aller Dinge aufgespielt, bis ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Emma, ich habe für dich doch immer nur das Beste gewollt. Alles hätte ich für dich getan. Und was hast du für mich getan? Mein Fahrrad hast du ihm gegeben. Du, eigenhändig. Mein Fahrrad. Was soll das heißen, Helma? Helma. Helma. Gero, glaub mir. Ich wollte es nicht. Ich wollte ihn nicht töten, als ich den Steinbrock nach ihm geworfen habe. Ich wollte nur, dass er verletzt ist, dass er ausfällt eine Zeit lang. Dass du die Bauleitung bekommst, dass du Vater endlich beweisen kannst. Mama! Mama! Der Junge. Du, Gero, bitte. Mama! Du hörst doch. Nach mir ruft er nicht.